Okay, will ich online, Jungs. Jetzt gehen sie alle in die Katakomben rein und werden Wurf B raschen über Z. Da stoßen sie auf Pyrn. Da steht er ziemlich offensiv. Unter der Markise. Kann direkt zur Wreckfragen, wird uns selber geholt. Zwei Jungs schon on spot. Bombe ist on spot, aber down. Ja. Und von der Katze hat es endlich geholt. Jetzt sollten sie wieder kaufen können. Jetzt kommt man natürlich in diesen gefährlichen Strudel, ja. Wenn man jetzt langsam keine Runde holt, dann kann man auch. Ist man wieder in der nächsten Runde in der Eco. Und so geht's immer weiter. Wobei die Idee mit den Katakomben, die waren irgendwie ganz gut, hat auch funktioniert, ja. Aber halt Waffennachteil, was willst du machen? Ja. Jetzt gehen hier, glaube ich, zwei Leute Bond oder nur einer? Zwei gehen Bond. Ein Spieler von Reality Online ist in die Katakomben. Und empfängt da gleich zwei Jungs von B, einer von Katze, einer von Banane. Und der Asiate macht den First Frag. Ich bin blind. 19 fällt jetzt auch, also David ist gefallen. Ja, stehen zwei Max noch am Start Bond. Im Bond, ja. Und Kevin fällt jetzt durch die AWP von Magu. Die Frage ist, was machen sie jetzt im Bond? Rausgehen, Toffi steht direkt vor der Tür und Vaus steht auch fast neben der Tür. Das haben sie natürlich gehört. Ja, wir haben beide geholt, das war fast zu erwarten. Mal hello, Henrik wird jetzt noch die AWP safen. Er muss es versuchen zumindest. Gut, 20 Sekunden, das könnte funktionieren. Aber Stofftiere will auch gerade gar nicht vorgehen. Weil sie wissen, dass eine AWP vielleicht dort steht. Risiko zu hoch. Moin Party. Moin. Also, soll ich heute mitstreamen oder nicht? Du kannst jetzt mitmoderieren, ja. Ja, liegt an euch, ich weiß nicht. Du bist schon live dabei, wir sind gerade live. Ach so. Ja. Hallo Harry! Ich entschuldige mich! Kann ich ja mal eben SD-Fund aufnehmen. So, 6:0 für Stofftiere, Reality Online Kauf wieder. Kurzzeit ein bisschen verplanscht, sorry. Drei bauen vor der Katze auf, zwei in die Katakomben. Mal wieder. Und sie legen sich jetzt in der Mitte an. Aber in der Mitte steht gerade gar keiner. Am CT-Spawn guckt ein Stofftiere-Online-Spieler. Es ist echt blöd, wenn du da unten stehst und spottest einfach mal keinen. Ja. Aber jetzt müsst ihr ihn sehen. Ah, schade. Henno leider geholt. Gehen jetzt langsam Mitte hoch. Zwei SFTO-Leute sind noch on spot. Einer kommt jetzt vor zur Mitte. Ich bin blind. Und da holen die gerade echt die Leute von SFTO weg. Und da holen sie die erste Runde. Sehr schön. Alle mal ausgerastet. Der Asiate, der Rageboy, alle mal durchgedreht. Sehr defensiv von beiden. Wobei SFTO steht wieder direkt vor den Türen. Vor den Katakomben. Die Nade war erstklassig vom Rageboy. Ah,
Ah, schade, da kommt Björn Z runter und macht ihn. Ja. Ansonsten schalte ich mich mal kurz in den Chat kümmern. Da sind ein, zwei Leute unterwegs. Ich sehe es gerade. Ja. So, Björn geht offensiv gerade Kompen. Ich meine, er hat aber jetzt, er wurde gerade ihn geholt. Ja, Björn down. Geholt von The One. Ja. Und Dennis mit dem Flag auf dem Spot. Ja, du musst aber aufpassen, denn Toffi steht in der Tür. Ja. Im Bond quasi. Man kommt jetzt raus, wird aber gesehen, schön down. Die Bombe wurde zumindest gelegt, sehr gut fürs Money Management. Last Man Standing kommt ins Haus raus. Ah. Wird wohl gleich von der Mitte ausgespottet. Ah, er holt die Mitte. Aber jetzt von drei Seiten. Oh, oh. Ah, okay. Eine Rio-Runde. 6 zu 2. Sparen die Stofftiere oder kaufen die? Die machen eine Deko, glaube ich. Nur Leute, es gibt eine Überraschung. Der Sesh wird jetzt auch als Co-Mod fungieren. Schönen guten Abend, Sascha. Hallo. Guten Abend. So, Stofftiere gehen offensichtlich die Mitte runter. Haben eine Deko. Ja, der Rageboy am Ausrasten. Ja, so richtig. Drei Stück am Stück. Drei Stück am Stück. Drei Stück am Stück. Drei Stück am Stück. Sehr gut. Hallo, Sesh, by the way. Stofftiere. Bitte, Sascha. Ja, jetzt kommen sie wieder ins Spiel. Ja. So wie es aussieht. Am Anfang sah es ja doch relativ überfordert aus mit der offensiven Spielweise. Aber jetzt sind sie wieder am Start, die Jungs von WLT Online. Und, 6 zu 3 ist hier für Stofftiere. Noch. Ja, wenn wir mal den Aufbau angucken. Oh, jetzt Toffi mit dem First Frag an der Katze. Auch stark B orientiert. Soll jetzt, glaube ich, auch hingehen. Sie werden jetzt auch G, B gehen, ja. Über die Katakomben. Und Björn hat da jetzt auf jeden Fall gleich den Contact. Geht da den Z runter, geht down, Nonsense mit der AWP. Geht's hier Banane hoch. Und Kronik wartet da schon oben. Er zieht sich zurück. Geht da auch gar nicht. Markise wieder rein. Aber. Holt den ersten. Margo macht den Frag. Wird geholt. Aber die beiden Rage Boys machen die Frags und somit kann Bombe gelegt werden. Jetzt. Gegen die Station, aber Toffi hier mit der AWP schon im L. Und Rosi und Spot. Unter der Markise. Wird geholt. Oh, der fällt. Der nächste Headshot vom Kevin. So mit Toffi LMS. Wollen wir doch direkt gesehen. Aber der Nonsense macht seinen zweiten die Runde. Und somit steht 6 zu 4 nach 10 Runden. Klingt logisch. Ich muss ja sagen, deine Bildqualität ist echt super. Ja. Das gefällt. So, nächste Runde. Und wir sehen so den typischen Standardaufbau, das wir wissen. 3-2, aber Katze wird schon wieder gepusht. Katze sehr aggressiv, die Spielweise hier, aber First Frag von Hanno geht sofort down, Reflect Toffi. Jetzt ist auch halt B schon ziemlich weit unten. Ja. Man sieht ja die Deagle Echo bei den CTs. Sollte eigentlich nicht abgegeben werden. Nonsense jetzt auch mit einer schönen HE. Katze kommt langsam hoch mit der Bombe. Toffi und Spot von beiden Seiten wird jetzt gleich bekämpft. Toffi fällt jetzt auch. Mit Spot eigentlich so gut wie safe. Auch Margo geht down. Schönes Ding hier von Nonsense. Bombe gelegt und jetzt Chronik. Kann da eigentlich nicht mehr viel machen. Hat auch nur die Deagle. Weiß jetzt auch, wo er steckt, 14 HP. Und ist blind und tot. Und da geht er down. Das ist aber jetzt ein großes Comeback, was Rio fährt. So. Ja, sieht auf jeden Fall sehr gut aus momentan. Man hat sich gefangen. Ja. Spitzt sich jetzt so einen kleinen Rausch rein und ja, man ist ja der perfekte Ansprechpartner für das Team. Wer es nicht weiß, Sascha ist der Teammanager vom 4PL-Team. So ist es, so ist es. Und die Jungs heute verdonnert, 3 Punkte nach Hause zu holen. 6 Punkte sogar. Ja. Nein, verdonnert habe ich natürlich niemanden, aber ich habe sie natürlich auch heiß gemacht und weiß ja, was in den Jungs steckt. Ich habe ja selbst sehr lang mit dem Großteil, des Teams gespielt und jeder auch das ein oder andere Potenzial für die EPS nächste Saison. Wenn ich da so den Henrik anschaue, oder... Jetzt geht's wieder hoch hier gerade. Ja, jetzt geht's aber schon weiter. Und, ja, und On-Spot, die Jungs. Auf dem Spot
kann auch den Headshot ziehen. Und da fallen sie um wie die Sandsäcke. Jetzt Last Man Standing Nonsense kann auch einen Headshot ziehen mit der Deagle, aber Björn. Das war halt das Ding, sie haben jetzt wirklich wieder Waffen gehabt. Die letzten Runden waren die nur mit Deagle unterwegs. Ja, aber gut. Ich sehe leichten Vorteil auf CT-Seite. Wir sind ja online, deswegen sehe ich da wirklich den leichten Vorteil. Aber Tuscan eigentlich eine ziemlich ausgeglichene Map. Was halt auffällt, sie spielen oft diesen Standardaufbau, diesen 2-3-Split. Ja, eigentlich immer. Daraus kann man halt auch das meiste machen. Kann sehr gut variieren. Aber man sieht, die CT spielen jetzt ein kleines Special so. Ja, jetzt verschiebt Björn wieder zurück. Haben wir 4-1 gespielt. Jetzt Björn der Back auf dem Marktplatz. Und ja, es ist ein kleines Abtasten. Toffi versucht jetzt natürlich Mitte den Frag zu ziehen mit seiner AWP. Wird er auch wahrscheinlich, wenn er sich zeigt, auf Nonsense treffen. Gut, jetzt geht der weg. Ja. So, man versucht es natürlich herauszufinden, wo stehen die Gegner. Und Toffi, schöner Headshot gegen jetzt Rageball auf B drauf. Markiere sich einer, holt er direkt. Aber sehr schön. Jetzt noch Björn oben. Björn noch im Haus, nicht, ja. Der da vermutet wird. So, jetzt geht auch Bombe Richtung B. Aber Björn immer noch da. Ist jetzt unbedingt B. Blind, kann nichts machen. Er tut auch nichts. Dennis kann jetzt auch noch Rosi rausnehmen. Ganz wichtig, dass er da nicht fällt. Das ist eine ganz wichtige Rolle. Stimmt, hier sind einer. Von durchgebranzt und geholt. Schöne Runde von Real Online. Sehr ganz schön, stark. Ja. Nach dem First Rick hier nochmal verschoben. Super hochgesneakt die Banane von Kevin. Unserem asiatischen Team Captain. Und hat da einfach noch über Frag gezogen hier gegen Konik. Und jetzt diese sind fiese wir fast Asiaten. Geteilt in dem Match, ja, das ist... Und Mitte geht's runter, zwei gehen Plattengang rein. Oh, und jetzt wieder als aktive Spieler, und ich weiß nicht, ob sie das vermuten. Hinter Dennis kann jetzt auch den Frag ziehen. Auch Kevin mit dem nächsten, ja, super abgewehrt. Jetzt ist es nur noch Konik, gut, er kann sogar noch eine Waffe rausnehmen. Und es ist die AWP, die ist natürlich teuer. Aber es sollte die siebte Runde werden. Somit haben wir den Gleichstand, denke ich. Alles andere wäre auch Quatsch jetzt gewesen von Konik. Aber Kevin ist ihnen auf den Fersen. Ja, aber falsche Richtung gerade. Obwohl, er geht. Ah, sie laufen auf dich zu. Das, wenn sie sehen könnten. Das wäre schön. Sehr amüsant, das Ganze. Jetzt kommt aber auch noch. Yes, jetzt gibt's Konik gleich. Yes. Aber die AWP hat, glaube ich, den Vorteil. Aber jetzt hat er. Oh, Konik kann auch die nächste Waffe rausnehmen. Jetzt wissen sie halt, wo er ist. Oh, oh, oh. Und dann nimmt die nächste Waffe. Und die dritte. Und die nächste. Und Konik, what the fuck. Das darf nicht wahr sein. Aber jetzt gehen wir in die letzte Runde. Vor der Halbzeit. Und es sieht doch sehr gut aus. Ja, die ein oder andere Farmers bei den CTs. Das heißt, man hat nicht allzu viel Geld gehabt. Vielleicht auch den ein oder anderen Kevlar nicht. Wieder Standardaufbau. Sie spielen wieder 4-1. Aber also offensiver Z geht's direkt hoch. Zu A. Die AE saß ein bisschen. Wird gar nichts abgezogen, nur ein bisschen Rüstung und 2-6 HP. Also überraschend. Es hörte sich irgendwie komisch an. Ja, es ist in der Rüstung. So, Hendrik hat jetzt mega Hits kassiert. Ja, von der Galil Farmers. Aber super Read jetzt. Jetzt wieder Banane hochschleichen. Da ist nur der Konik mit seiner. Was hat er denn? AWP. Bombe verschiebt Mitte. Nicht mehr. Ja, Bombe geht jetzt. Bombe geht jetzt genau richtig. Safe jetzt muss Low FPS aka Max hier faken. Genau so ist es. Jetzt nur nicht zu lang warten. Nur nicht zu lang warten. Jetzt muss der Go kommen. Er kann gerade echt 4 Spieler auf A binden. Holt sogar noch einen. Sogar noch den Frag ziehen. Jetzt verschiebt auch Konik. Konik geht, oh mein Gott. Klasse Fake. Jetzt Konik verschiebt. Nicht mehr. Konnte auch den Frag nicht ziehen. Wird geholt. Und Björn kommt Z. Ganz starker Fake hier von Reality Online. Z Bot ist eingenommen. Gleich unter der Markise. Haus kommt. Markise rein. Den muss er auch gesehen haben. Aber schön durch die Smoke hier. Meister Kevin. Jetzt machen die Schlitze auch noch aus. Immer diese fiesen Asiaten. Und somit das 8-7 für Reality Online. Gegen Echo Online. Was? Das Game noch gedreht am Ende, ne?
So ist es, da haben wir das Spieß umgedreht und jetzt...